Im nächsten Jahr bekommt man bei der Bestellung eines Poolsaugers so eine Poolsocke und auch noch einen großen Sack mit dazu zum Lieferumfang. In den roten Sack kann man prima die Filterbälle reinpacken. Und ich habe das jetzt schon getestet in mehreren Varianten. Und von dieser Filtersocke bin ich auch begeistert. Denn diese nimmt nicht, also nimmt zusätzlich zu dem großen Dreck auch diesen kleinen Sand, ja, diesen wenigen Sand hier unten auf. Seht ihr das, wenn der entlang fährt? Und der filtert das so gekonnt raus, dass das tatsächlich dann auch weg ist und hinten nicht mehr rausgeht. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr da vielleicht ein-, zweimal drüber fahrt, aber dann sind das richtig tolle Ergebnisse. Klasse, so kann man auch einen Pool sauber halten.